Also wir fliegen ab dem 5. Juni, das heißt 2 Tage nach der Eröffnung des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg, werden wir nach Berlin fliegen, also mit 5 Frequenzen die Woche. Mit Airbus 319 von Lissabon, also nonstop in circa 3,5 Stunden Flugzeit. Ja gut, also wir haben letztes Jahr Ende März haben wir Düsseldorf angefangen mit 5 Flügen die Woche. Also ein ähnliches Bedienungsbild wie jetzt auch in Berlin. Haben im Winter auf 6 Flüge aufgestockt und jetzt im Sommer werden wir täglich dann nach Düsseldorf fliegen. Und auch bei den anderen Strecken haben wir Frankfurt fliegen wir schon 3-mal täglich, München 2-mal täglich. Und Hamburg auch 2-mal täglich. Da werden wir keine zusätzlichen Frequenzen fliegen, aber wir werden da teilweise auch mit etwas größerem Gerät anfangen. Wir haben letztes Jahr 27% mehr Passagiere aus dem deutschen Markt verkauft. Portugal und auch dann die Destinationen über Lissabon haben für uns geboomt. Und eben aufgrund dieser guten Entwicklung sind wir auch sehr zuversichtlich, dass eben dann auch Berlin sehr gut anfangen wird. Ja, also wir sind ja Star Alliance Airlines seit 2005 und wir haben auf den Strecken auch teilweise Codeshares. Der Codeshare auf der Berlin-Strecke wird wahrscheinlich in Kürze eingerichtet werden. Das heißt, sowohl mit Lufthansa als auch mit einer TAP-Flugnummer verkaufen wir natürlich auch dann Umsteigeverbindungen.